Thank you.
Guten Abend, sehr verehrtes Publikum und herzlich willkommen zum heutigen Konzert mit uns, dem Ares Quartett aus Frankfurt am Main. Ich will gar nicht viele Worte verlieren, lediglich einen kurzen Bogen spannen über die drei Musikpunkte, die wir heute mitgebracht haben und auch ganz kurz erklären, warum wir uns für diese Musik entschieden haben. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, war es in den vergangenen Monaten für uns und auch für viele, viele andere Musikerinnen und Musiker gar nicht so einfach, sich künstlerisch, sich musikalisch auszudrücken. Wir leben doch sehr vom Live-Moment, vom Erlebnis und der Interaktion mit dem Publikum. Und genau das war nicht möglich. Viele, viele Konzerte sind ausgefallen. Die meisten Konzerthäuser waren geschlossen. Der Kulturbetrieb kam zum Erliegen. Kurz, uns fehlte die Bühne sehr. Umso schöner ist es, heute wieder einmal auf einer solchen Bühne zu stehen, in diesem schönen Format, Bühne frei. Darüber freuen wir uns sehr. Und zu diesem, ja, emotionalen Anlass möchte ich fast sagen, es ist immerhin ein erstes Konzert nach vielen Monaten des Stillstandes, haben wir uns für ein Programm entschieden mit Werken, die uns gerade in diesen letzten Monaten sehr intensiv begleitet haben, mit denen wir uns intensiv auseinandergesetzt haben und die uns immer wieder auch Kraft gegeben haben, wie zum Beispiel jetzt dieser gerade gehörte erste Satz aus Felix Mendelssohns Streichquartett Opus 44 Nummer 1. Eine sehr, ja, energiegeladene, virtuose, lebensfrohe Musik, wie ich finde, die uns sehr gut tat in dieser Zeit. Als nächstes Stück wollen wir den langsamen Satz aus Ludwig van Beethovens Streichquartett Opus 18 Nummer 1 spielen, der nicht weniger emotional, aber auf eine ganz andere Art ergreifend ist. Viele kennen ihn vielleicht durch den Bezug zur unglücklichen Liebesgeschichte von Romeo und Julia. Die Musik ist ja durchaus sehr zärtlich und innig, bittend, manchmal ängstlich, aufbäumend, aufschreiend und doch auch wieder in sich zusammenfallend. Ich finde das ganz unabhängig von dieser Geschichte von Romeo und Julia, diese Musik und die Emotionen sehr, sehr gut in die vergangene Zeit, in die vergangenen Monate passen. Zum Schluss aber wollen wir natürlich das Konzert beenden mit einem positiven Blick in die Zukunft, nämlich mit drei ausgelassenen Tänzen von Erwin Schulhoff, einem Tanz à la Checa, also einem wilden tschechischen Tanz, einem Tango Milonga, ich glaube, das ist selbsterklärend, und als letztes einem wilden italienischen Tanz, einer Tarantella. Ganz in diesem Sinne hoffe ich, dass wir bald wieder die Gelegenheit haben, gemeinsam Musik zu erleben, Musik zu feiern, vielleicht sogar dazu zu tanzen, wie es Erwin Schulhoff in dieser Musik eigentlich von uns verlangt. Bis dahin alles Gute und viel Freude mit unserer Musik. Thank you.
Thank you.
Thank you.